Hallo, einen wunderschönen guten Tag, meine Magic Unicorns. Ich habe wieder geholt und ich wollte es euch natürlich wieder nicht vorenthalten. Ich habe wieder einiges gekauft. Was es geworden ist, erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt und wir legen los. Ich habe mir auf jeden Fall etwas gekauft, was ich eigentlich noch nie wirklich in die Kamera gehalten habe. Und zwar habe ich Waschmittel gekauft. Das habe ich bei Kaufland gekauft. Ich glaube, das hat was mit 2 Euro gekostet. Und zwar ist das von Domal Feinwaschmittel, Farb- und Faserschutz. Da sind 20 Maschinen drin und das riecht wirklich gut. Und die Wäsche duftet dann auch wirklich gut, wenn man sie damit gewaschen hat. Und ja, ich mag das Waschmittel. Es gefällt mir. Ich habe damit schon 2 Maschinen gewaschen. Deswegen kann ich das sehr gut beurteilen und ich kann es echt nur loben. Das ist wirklich ein sehr gutes Waschmittel. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der Tüte. In der Tüte habe ich auch einiges drin. Also das hatte ich gekauft, wo ich so einen Großeinkauf bei Kaufland gemacht hatte, wo ich Lebensmittel gekauft hatte. Deswegen. Die Lebensmittel zeige ich euch natürlich jetzt nicht in die Kamera, weil ich die schon gegessen habe und deswegen ist das leider nicht machbar. Nein. Das war eh nichts Spektakuläres, also von daher, ja. Ich habe auf jeden Fall von Nivea eine Handcreme gekauft. Ich habe an der Handcreme gerochen und sie hat wirklich sehr angenehm geduftet. Das ist die Soft und Intensiv Handcreme, trockene Hände, Macadamiaöl, pflegt intensiv. Kann ich wirklich sagen, sie pflegt wirklich intensiv. Ich habe sie nämlich auch getestet und ja, gefällt mir wirklich richtig gut. Das ist das erste Mal, dass ich von Nivea eine Handcreme hatte. Ich hatte noch nie eine Nivea-Handcreme und sie fiel mir einfach direkt in DM ins Auge. Ich konnte sie nicht da lassen und musste sie einfach mitnehmen. Die hat, glaube ich, was mit 1 Euro gekostet. Die Preise kommen übrigens am Ende. Dann habe ich gesehen, dass es von diesen, es gibt ja immer 40 Maxi-Wattepads von Ebelin, dass es da jetzt so ein großes Pack gab. Und zwar sind da 60 Stück drin, also 20% gratis. Und konnte ich natürlich auch nicht liegen lassen, weil ja, die Wattepads, die kann man ja eigentlich immer gebrauchen, die kommen immer wie gerufen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, guck mal, wenn da jetzt schon mehr drin sind, dann nimmst du die halt einfach mit. Und ja, haben glaube ich irgendwie 70 Cent oder so gekostet, also die kosten auch nicht die Welt. Sind aber immer wieder gut. Dann habe ich eine Seife gekauft. Und zwar ist es eine Balea-Seife. Und die duftet richtig lecker nach Melone. Da habe ich nämlich dran geschnuppert, bevor ich die gekauft habe. Und der Geruch hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das hat wirklich so gerochen, als hätte man gerade eine Wassermelone vor sich. Und mir gefällt der Duft von Wassermelone ja sowieso. Und deswegen musste sie natürlich auch mit. Die hat 55 Cent gekostet, das weiß ich noch. Glaube ich auch noch relativ neu auf dem Markt. Dann habe ich mal ausnahmsweise, ich weiß, das interessiert Männer jetzt überhaupt gar kein Stück. Und Jungs auch nicht. Das ist mir ehrlich gesagt mega piep egal. Ich bin eine Frau. Und ja, auf jeden Fall, ja, habe ich keinen Bock darauf gehabt, mir wieder die von Always zu kaufen. Dieses Riesenpack, wo dann da irgendwie nur 19 oder 18 Binden drin sind, irgendwie für 3 Euro und. Weil das wird auf Dauer auch echt teuer. Und deswegen habe ich dann gesehen, dass es von Jessa eine günstigere Variante gab. Ich habe mir letztes Mal schon mal welche von Jessa gekauft. Mit denen war ich auch eigentlich sehr zufrieden. Da war auch immer schön ein Herzchen vorne drauf. Das war ehrlich gesagt immer richtig süß. Ist auch für junge Mädchen geeignet, steht da auch drauf. Also kann beides benutzen, kann eine ältere Frau benutzen oder kann auch irgendwie ein junges Mädel benutzen, je nachdem, wer möchte. Und ja, auf jeden Fall habe ich Ultra-Binden gekauft von Jessa, normal mit Flügel.
Die hat vier Tropfen, also vier Tropfen, die blau gefärbt sind. Dry Comfort Oberfläche, ohne Duftstoffe, aktiver Geruchsschutz und da sind 32 Stück drin. Und für 32 Stück kann man wirklich nicht meckern. Ich glaube, diese Pakete, die kosten auch was mit 1 Euro. Also, es haben wirklich wie geschenkt. Für 32 Binden. Also, echt. Da kann ich nicht widersprechen. Nein. Dann kommen wir zu einem unglaublich, absolut mega geilen Produkt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es von Palmolive Body Butter Creme Dusche gibt. Und da gab es einmal Schokolade und einmal Erdbeere. Und ja, an Schokolade habe ich gerochen. Schokolade hat mir nicht so wirklich gefallen, weil das irgendwie so ein komischer Schokoladenduft war. Und ich habe dann halt an Erdbeere gerochen und Erdbeere hat so unglaublich mega lecker geduftet. Also das ist richtig toll. Falls ihr mal in DM seid, riecht da mal dran. Also der Duft ist wirklich richtig himmlisch und ich freue mich schon darauf, damit zu duschen. Muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht reinbeiße. Ach, nein, natürlich nicht, ne? Das macht man nicht. Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Das gibt nur Bauchschmerzen und so weiter und das braucht man alles nicht. Nein. Auf jeden Fall hat man das auch gemerkt, dass sie wirklich richtig gut ankam, weil davon standen wirklich nur noch zwei Flaschen und das sagt ja dann schon einiges. Ne? Das spricht dann ehrlich gesagt für sich und ja, ich konnte es nicht da lassen. Es ist auch das erste Mal, dass ich mir etwas von Palmolive gekauft habe und ich lasse mich überraschen, wie das Produkt sein wird. Ob das wirklich dann in der Dusche auch noch so lecker duftet wie aus der Flasche, ich weiß es nicht. Dann habe ich gesehen, dass diese Eifi-Bänder, dass die reduziert waren auf je 1,95 Euro, konnte ich natürlich auch nicht da lassen. Ich habe ja davon schon zwei. Und ja. Habe ich mir dann halt auch wieder zwei mitgenommen, weil für den Preis dachte ich echt, ja komm, dann nimmst du sie halt mit. Die waren sogar, wie ich das sehen konnte, schon mal reduziert, weil die sollten am Anfang, wo die ganz neu rausgekommen sind, sollte, glaube ich, ein Band 8 Euro kosten und dann waren die reduziert irgendwie auf 5 Euro und jetzt waren die halt reduziert auf 2 Euro und ja, ich habe mir dann halt zwei Stück mitgenommen. Einmal dieses rosa, lilafarbene mit Glitzer, weil ich ja Glitzer liebe. Es muss immer bling bling sein und glamorous muss immer sein und ich liebe das. Ich finde die Eifi-Haarbänder übrigens richtig klasse. Ich hatte auch schon mal eins in einigen Videos von mir auf. Das war so ein schwarz-weiß gestreiftes, also wie so Zebramuster sah das aus. Und ja, das war auch ein Eifi-Haarband und das war auf jeden Fall richtig super, weil das bleibt wirklich an der Stelle und das verrutscht nicht. Das rutscht mir auch nicht vom Kopf, weil ich habe meistens wirklich, wenn ich mir irgendwie ein Tuch um den Kopf machen will, wie ein Bandana oder so, habe ich immer das Problem, dass es im Laufe des Tages von meinem Kopf rutscht. Also ja, ich habe wohl irgendwie so eine rutschige Melone, ich weiß auch nicht. Da flutscht immer alles runter und deswegen, ja. Ich muss das dann, wenn ich das doch tragen möchte, irgendwie ein Bandana oder so, muss ich das irgendwie mit Haarnadeln so fixieren, mit Bobbypins und dann geht das auch, aber ansonsten echt. Da flutscht mir das vom Kopf wie von einer Melone. Dann habe ich mir ja noch ein Eifi-Haarband mitgenommen und zwar in Neon Pink. Ich liebe ja Pink. Das wisst ihr ja, Pink Famous. Oh, I love Pink. Mein Haar, mein Herz ist pink, my heart is pink. Yeah. Ja, my heart is pink, bong, bong, bong. Nein, ja, auf jeden Fall konnte ich das auch nicht da lassen. Und ja, dann habe ich noch ein paar Sachen in der Apotheke bekommen und drei Sachen habe ich noch bei Kaufland gekauft, die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich mir bei Kaufland Kaugummi gekauft. Die sind mit Erdbeergeschmack und zuckerfrei. Die mag ich, die hatte ich schon mal und die finde ich wirklich richtig gut. Ja. Bam. Dann habe ich mir mal irgendwann von Rittersport bei Kaufland zwei Stück gekauft. Einmal Erdbeerjoghurt und einmal Joghurt.
weil die bei Kaufland irgendwie jetzt die ganzen Rittersport-Sachen reduziert hatten. Und ja, die sollten halt das Stück 69 Cent kosten. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, weil wenn die dann schon mal solche Aktionen haben, dann nehme ich gerne mit. Und ja, weil ansonsten kosten die ja was irgendwie 1,09 € oder so. Und das macht dann schon einen Riesenunterschied aus von 1,09 € auf 69 Cent. Also hallo, wer greift dann nicht zu, wer sagt dann nicht, ja, ich nehme dich, also, ne, ja, meine Lieblingsorte. Hm. Ja. So, dann war ich in der Apotheke habe ich mir meine Allergietabletten wieder nachgekauft, die Cetirizin, die nehme ich gegen meinen Heuschnupfen, die wirken wirklich richtig 100%, das sind die weltbesten, Anti-Heuschnupfen-Tabletten, also von meiner Seite aus, ne, mag es sein, dass es da draußen welche gibt, die irgendwie noch welche haben, die irgendwie diese halt noch viel besser finden, ist halt unterschiedlich. Und ja, meine Dolomien habe ich mir dann auch wieder nachgekauft, Dolomien für Frauen, weil wenn ich da mal wieder Regelbeschwerden habe, dann habe ich keine Lust, mich damit rumzuquälen, dann nehme ich immer so 2 bis 3 von den Tabletten. Weil darf man die ersten paar Tage davon nehmen, so 2 bis 3 Stück. Und das mache ich dann auch. Und dann merke ich meine Regel eigentlich auch gar nicht mehr. Also, nee, dann sind die Wehwehchen in dem Sinne wie weggeflogen. Ja. Da habe ich in der Apotheke dann nämlich auch noch einiges bekommen. Und zwar habe ich in der Apotheke einmal Taschentücher gekriegt. Kann man ja ehrlich gesagt immer gebrauchen, ist nie verkehrt. Dann habe ich ein Erfrischungstuch bekommen. Kann ich mir vielleicht auch mal in der Tasche werfen, irgendwie, dass ich das dann auch mal, ja, wenn ich mal irgendwie spitzige Hände habe oder wenn ich einen Swatch auf der Hand habe oder so, dass ich mir das damit wegmachen kann. Dann war da was zum Auflösen mit dabei, Biolectra Magnesium 150. Und einmal, weil ja die EM ist, war da so ein Paket, da sind so 2 Pflaster drin in Deutschlandfarben. Also so schwarz-rot-gold. Ja. Fand ich wirklich sehr nett von der Apothekenfrau. Ja, habe ich mir auch am Anfang erst wieder einen Flopper geleistet. Ich weiß nicht, wo mein Kopf da war. Stehe an der Kasse, ich bin dran. Sage ich so, anstelle von Dolomien für Frauen, sage ich so Cetirizin für Frauen. Guckt die mich an, Cetirizin für Frauen? Ich bin so, nee. Also, sie meinen Dolomien für Frauen. Ich nur so, ja. Dann hat sie halt Dolomien genommen und dann habe ich gesagt, ja, Cetirizin aber auch noch. Und dann meinte sie nur so, ach so, okay. Weil die hat mich irgendwie am Anfang, wo ich in die Apotheke reingekommen bin, auch schon so komisch angeguckt. Nur weil ich da halt durch den Laden geguckt habe, was es da halt alles so in der Apotheke gibt, so von Vichy und so weiter, hat die mich ehrlich gesagt irgendwie total doof angeguckt, wo ich mir auch nur so dachte, hallo? Darf man sich hier noch nicht mal umgucken, oder was? Echt. Ich nur gedacht, was geht mit der Frau falsch? Ja. Auf jeden Fall lese ich euch die Preise vor. Und dann habe ich noch etwas, was ich bis jetzt immer in jedem Haul vergessen habe, was ich euch auch noch zeigen wollte. Das hole ich gleich aber nach. Da hatte ich bei Kaufland Pizzabrötchen gekauft für 2 Euro. Das waren die Pizzabrötchen. Die sind von innen mit Kräuterbutter gefüllt. Die sind wirklich, die sind ein Traum. Die sind so lecker, diese Pizzabrötchen. Die kann ich euch echt nur empfehlen. Ich glaube, das sind 12 Stück oder 10 Stück und die sind richtig lecker. Ja, die gibt es aber, glaube ich, auch bei Lidl, weil bei Lidl habe ich die, glaube ich, auch mal gesehen und von daher, ja, tut sich ehrlich gesagt nichts. Dann habe ich mir eine asiatische Hühnersuppe geholt, die war scharf, die war aber richtig lecker. Die kam wie gelegen, weil ich die letzte Zeit auch so Probleme mit meinem Hals irgendwie hatte, dass ich so Halsschmerzen hatte und ja, die sind halt dadurch irgendwie wie weggeblasen. Schärfe bewirkt Wunder. Ja, hat 69 Cent gekostet. Exquiser Erdbeerquark habe ich mir auch wieder nachgekauft, meinen Erdbeerkäse. 1,15 €. Dann habe ich so einen Scheibenkäse gekauft. Der ist von der Kaufland Eigenmarke, glaube ich. 88 Cent.
Müllermilch hatte ich mir geholt, 89 Cent. Das war die mit Kokos. Die war richtig lecker. Dann habe ich irgendwas für 89 Cent gekauft. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, was das war, weiß ich nicht mehr. Dann habe ich irgendwie so einen Fertigmix von Bonduelle gekauft. So zwei Tüten. Das war je je 1,49 €. Datteltomaten habe ich gekauft, 250 Gramm, das waren 75 Cent. Und Domalfeinwaschmittel hat 2,49 € gekostet. Dann hatte ich mir nochmal Chips geholt, wieder von Funny Frisch. Hatte ich mir wieder die Chips frisch geholt. 1,19 €. Rittersport Joghurt, 65 Cent. Rittersport Joghurt. Ja, Rittersport Erdbeerjoghurt 65 Cent, also sie kosten 65 Cent. Und ja, die Erdbeerkaugummis, die kosten 69 Cent. Insgesamt habe ich bei Kaufland 16 € gelassen und da kann man wirklich nicht meckern. Für die Menge geht das. Bei DM, Alfie-Haarband 1,95 €, das andere auch. Ebelin Maxi Wattepads 95 Cent. Okay, ich habe gedacht, wir hätten 69 Cent gekostet, aber okay, dann halt 95 Cent. Balea Cremeseife Melone 55 Cent. Palmolivdusche 1,35 €. Nivea Intensive Pflegehandcreme 1,95 € und Jessa Binden Ultra 1,85 €. Jawohl. Und zwar bin ich irgendwann mal vor einiger Zeit in einem Euroshop gewesen und in einem Euroshop bieten die auch DVDs an. Und da ich ja sowieso ein bisschen mehr Sport treiben möchte, habe ich halt einfach gedacht, ja komm, guckst du dich mal um. Ich bin über drei Sport-DVDs gestolpert und dann noch so über eine DVD, das ist eine Komödie und ja. Auf jeden Fall bin ich einmal über die DVD von der Kim Kardashian gestolpert. Der heißeste Po Hollywoods Kim Kardashians Workout. Straffer Po. Das soll irgendwie, soll irgendwie so sein, dass ihr dann innerhalb von einer Woche halt so einen strafferen Po bekommt. Und da soll man dann halt irgendwie schon Effekte sehen. Ich habe mit der DVD noch nicht gearbeitet. Also ich kann da ehrlich gesagt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich werde sie auf jeden Fall mal ausprobieren und ja, für 1 € konnte man da halt nicht meckern. Dann habe ich mir eine noch geholt, die ist noch komplett eingepackt. Und zwar ist es ein offizieller Partner von Germany's Next Topmodel. Und zwar ist es die Tracy Mandison Methode Dance Cardio Workout. Das ist irgendwas mit Tanzen und freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf, weil ich tanze ja wirklich sehr gerne. Und ich lasse mich da überraschen, was das für eine DVD ist, weil ich habe mir das auch noch gar nicht durchgelesen, was hinten drauf steht. Ich habe es ja auch einfach für 1 € mitgenommen und von daher, ja. Dann habe ich noch eine mitgenommen, da ist ein Mann. The Skinny Woods, Bob Harper. Cardio 4 Effekte, 20 Minuten Cardio-Workouts für einen schlanken und definierten Körper. Habe ich mir auch geholt. Konnte ich auch nicht da lassen. Werde ich auch mal ausprobieren. Und ja, dann habe ich jetzt auf jeden Fall insgesamt mit der ersten DVD, die ich ja hatte in Bezug auf Sport, den Fettburner, habe ich dann jetzt insgesamt 4 Sport-DVDs. Also da ist eine gute Auswahl da. Und ja, ich werde mal gucken, wie ich das dann mache. Kann ich ja immer nach Lust und Laune dann mit der jeweiligen DVD arbeiten. Und deswegen, ja, habe ich mir noch was geholt. Und zwar mit Jennifer Love Hewitt. Garfield, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Perfektes Styling und keine Party-Einladung. Confessions des Partygirl. Und ja, da geht es halt um eine Frau, die heißt Katja. Sie ist halt irgendwie 28 Jahre alt und Werbefachfrau aus San Francisco. Und ja, der Film kam ehrlich gesagt auch schon mal im Fernsehen.
Ich fand ihn wirklich gut und musste mich daran zurückerinnern und habe mir deswegen diese DVD auch mitgenommen für 1 Euro. Und kann man wirklich nicht meckern. Wenn man sowas in meinem Euro-Shop für 1 Euro geboten bekommt, dann ja, dann sagt man halt schon mal ja, ne? Ja. Ich habe ja auch in Walmart und im 1-Euro-Shop je für 1 Euro eine Lady Gaga DVD gesehen. War ich auch erst am Überlegen, ob ich die mitnehme, aber dachte ich dann so, guckst du dir eh nicht an, also habe ich sie da gelassen. Ja. So. Das war mal wieder ein Haul. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen und ja, vergesst bitte nicht, mir euren Spruch des Tages zukommen zu lassen. Ich freue mich immer wieder auf neue Sprüche und werde mir natürlich alle durchlesen und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und sag bis bald. Tschüss.